Damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Vampires Dawn. So, wo sind wir gerade? Wir gucken uns gerade einen kleinen Ausschnitt an von dem Schloss. Weil, wenn ihr euch erinnern könnt, als wir waren in Melzahn, ich glaube vor 2 Episoden oder so, ich bin mir nicht mehr ganz so sicher, aber wir waren in Melzahn, haben dort einige Leute abgeschlachtet und kurz bevor wir das gemacht haben, ist eine Brieftaube Richtung Burg gesendet worden und diese Brieftaube kommt gleich an. Aber erstmal wohnen wir einem, jetzt hätte ich fast mit dem Mikro umgeschmissen, jetzt wohnen wir erstmal einem kleinen Meeting bei. Im Schloss. So, der König redet drüber, oh, Silberproduktion, bla bla bla. Ja, und der Pater sagt schon alles. Der pennt natürlich und irgendjemand und sie probiert gerade, Pater, jetzt reißen Sie sich doch mal zusammen. Ah, wir müssen darüber reden, dass die Ritterschaft, die sollen die Vorhänge gescheit benutzen. Und was sagen die Ritter natürlich? Ach, jetzt sind wir wieder an allem schuld. Und so geht es jetzt weiter. Also theoretisch, in diesem Raum mag sich niemand. Alle gegenseitig, oh, langweilig, alle total genervt. Und ja, der König, nichtsdestotrotz, redet weiter. Das wird aber nicht mehr lange so gehen, denn gleich kommt eine kleine Brieftaube an. Jetzt sollen zu den wird über die Steuern geredet. Und das passt natürlich den anderen Leuten auch nicht. Also praktisch, jeder langweilt sich. Oder schläft. Wie der Pater hier. Ja, Steuern ungemäßig eingetrieben, soll er es doch selber machen. Genau, und Melissa E. Ray schleimt wieder ordentlich. Ach, ihr habt so recht, mein König. Ja, diese olle Kuh schleimt sich mal wieder kräftig ein. Ah, das Meeting wird gleich unterbrochen. Pater pennt immer noch. Pater, jetzt passen Sie doch mal auf. Zwecklos. Ja, die Bauern müssen mehr Korn produzieren. Bla bla bla. So, und da kommt jemand. Die Brieftaube aus Melzahn ist angekommen. So, uns erreichte eine merkwürdige Nachricht. Per Brieftaube zeigt her. Das Schloss der Aldeins. Wenn ich den Namen richtig in Erinnerung habe. Irgendwer sollte mal dann jetzt zu dem Schloss geschickt werden, irgendwelche Ritter, vor allem weil da auch Steuern fehlen. Das bedeutet, König denkt sich, gute Idee, da schicken wir mal jemanden hin. Auf, kleine Ritter, hier Sir Estir, ich werde sofort eine kleine Truppe aufstellen, mein König. Genau, dann fahrt mal darüber. Genau, dann werden wir schon morgen das Schloss erreicht haben. Das bedeutet, wir kriegen Besuch auf dem Schloss. Wir kriegen Besuch. Aber jetzt gehen wir erstmal zurück. Genau, einige Ritter machen sich auf den Weg, aber jetzt gucken wir erstmal zurück zu Asker, Walner und Elaine. Denn die fliegen jetzt zurück zum Schloss. Die fliegen zurück zu dem Gebirge. Weil Asker will natürlich wissen, was ist da passiert. Genau, wo ist jetzt der Eingang? Aber natürlich sind sie sich nicht sicher, weil die sind ja über dem Gebirge einfach runtergekracht. Genau, sie sind in das Gebirge gestürzt. Aber irgendwo hier muss der Eingang sein. Vielleicht sollten wir ihn mal suchen. Mal sehen. Das bedeutet, wir fangen an rumzusuchen und suchen mal nach dem Eingang. Als Kind habe ich mich dumm und dämlich gesucht, diesen Eingang zu finden. Ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen durch die Gegend, mache mal ein paar Kämpfe. So, angreifen. Du kannst gleich mal saugen. Wobei, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt Blut haben. Ich glaube, die greifen schon. Ja, die greifen haben Blut. Hier gibt es nämlich auch noch so irgendwelche insektenartigen Viecher. Und die haben meines Wissens nach kein Blut. Der müsste jetzt aber eigentlich sterben, weil er sowieso schon am Bluten ist, ja. So, hier gibt es noch ein paar andere Gegner. Und die momentane Aufgabe ist ja, diesen Eingang zu suchen. Allerdings, das kann ich euch jetzt schon mal verraten, allerdings werden wir damit nicht allzu weit kommen. Denn, falls ihr euch jetzt denkt, hey, geh doch mal nach links und such doch mal links und rechts und oben und unten, also den Eingang gibt es nicht. Wir werden diesen Eingang nicht finden. Diese kleine Erkundungsmission wird nach einiger Zeit von selbst abgebrochen, weil sie den Eingang nicht finden können. Das heißt, ich laufe jetzt noch ein bisschen durch die Gegend, aber also es tut sich praktisch gar nichts mehr. Was hier jetzt noch passieren wird, ungefähr eine Viertelstunde oder so, ich werde durch die Gegend laufen, werde ein paar Gegner töten, werde nach dem Kampf, ihr seht, Walner ist zum Beispiel ein bisschen angeschlagen. Das heißt, ich werde nach dem Kampf einfach immer ein bisschen warten, dass die sich hochheilen und dann laufe ich hier ein bisschen durch die Gegend. Aber hier tut sich die nächsten 10 Minuten gar nichts, denn es gibt keine
Items, glaube ich. Es gibt keine Truhen, die man hier finden kann. Es gibt keine Geheimgänge. Es gibt nichts zu finden. Das heißt, irgendwann, ich könnte hier einfach stehen bleiben und nach 10 Minuten würde automatisch Aska oder Walner sagen, okay, es bringt nichts. Das heißt, ich laufe jetzt noch ein bisschen durch die Gegend. Seht ihr, ein Schritt wäre es gewesen und direkt der nächste Kampf. Ich laufe jetzt noch ein bisschen durch die Gegend. Und dann, sobald das vorbei ist, gucken wir mal, wie es weitergeht. Weil wie gesagt, passieren tut hier nichts. Das heißt, den Kampf mache ich jetzt noch kurz und dann werde ich alles bis zu dem Zeitpunkt, an dem es dann wirklich weitergeht, mal rausschneiden. Genau, Aska ist gelähmt. Das ist gerade ein bisschen blöd. So, Blutsaugen hilft nichts mehr. Egal, zwei davon sind eh schon gelähmt. Das heißt, gewonnen habe ich theoretisch sowieso schon. Also wie gesagt, den Kampf mache ich noch eben fertig und dann schneide ich den Rest mal raus, bis es weitergeht. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass hier niemand mir wegstirbt. Sollte aber eigentlich kein Problem werden. Der hat, glaube ich, geblutet, oder? Ne, der hat nicht geblutet. Deswegen lebt er jetzt noch. Aber ein bisschen Erfahrung kann ich noch ranholen. So, wie gesagt, ich schneide jetzt die nächsten 10 Minuten mal raus. Hier kommen jetzt nur ein paar langweilige Kämpfe und ein bisschen rumgelaufen und ein bisschen rumgewarte. Und dann konnten wir den Eingang leider nicht finden. Was allerdings ganz interessant ist, nach etwas rumgelaufen, Walner hat soeben Level 6 erreicht und er kann jetzt ein Skelett beschwören. Ich werde es nicht versuchen, aber ich glaube, ich hätte theoretisch genug mittlere Seelensteine, um dieses Skelett zu beschwören. Das ist eine relativ interessante Sache, diese Beschwörungen, weil es gibt einige Stellen im Spiel, die sind relativ hart und so eine Beschwörung macht es dann um einiges einfacher. Einfach, weil der ein bisschen Schaden machen kann und auch ein bisschen Schaden aufsaugen kann. Also einige Zauber lernt Walner im Verlauf der Zeit mit den Leveln, aber das meiste müssen wir in diesen Magiemaschinen da im Schloss machen. Aber diese Skelettbeschwörung werde ich eventuell bald mal hernehmen. Kostet aber, wie gesagt, mittlere oder kleine Seelensteine, eins von beiden. Von denen ich aber, glaube ich, ein bisschen welche, also ich habe von jedem Typ ein bisschen was gekriegt, glaube ich. Als ich im Schloss war, ich bin mir nicht mehr sicher. Aber bis es hier weitergeht, dauert es noch ein paar Minuten, also jetzt schneide ich den Rest dann wirklich raus. So, und ein paar Minuten später sagt Aska, ich habe keine Lust mehr nach diesem Abraxas zu suchen. Wir fliegen jetzt zurück zum Schloss. Früher oder später finden wir ihn schon und dann ist er dran. Ja, auch Walner sagt, es ist wahrscheinlich eine gute Idee, wir finden den Eingang so oder so nicht. So, jetzt geht's zurück zum Schloss, aber da ist mittlerweile jemand angekommen. Irgendwas stimmt hier nicht. Elaine sagt schon, du hast recht, ich rieche Menschen. Ja, Skelette in der Burg hat Aska eigentlich, aber die sind natürlich auch nicht besonders schlau und besonders stark sind sie auch nicht. So, jetzt schauen wir mal, was im Schloss los ist. Ja, wir müssen das Schloss vom Ungeziefer befreien. So, Meister, Ronak schreit schon los, was ist denn los? Ritter sind hier und sie stürmen gerade das Schloss. Sind zu viele, er konnte nur ein paar aufhalten. Ja, wir kümmern uns jetzt um das Problem. Das sind doch alles Menschen, wir sollten sie zerfetzen. Um meine Menschlichkeit zu behalten, sage ich, das sind doch alles Menschen. Mein wirkliches inneres Ich sagt, wir sollten sie alle zerfetzen. Aber wir sagen jetzt nochmal, das sind doch alles Menschen. Wenn du jetzt rumzickst, wirst du genauso brutal sterben wie die Ritter. Ja, schon gut, gehen wir. Ich bleibe auf und bleibe hier und passe, dass niemand aufkommt. Pass auf, dass niemand flüchtet. Genau, alle werden qualvoll sterben. Und wir suchen mal Anführer der Ritter. Hier habt ihr noch einige Tränke, Meister. Vielen Dank. Gut möglich, dass ich die brauchen kann. So, ich gucke mich jetzt mal ein bisschen um. Ich muss nur gucken und hab gut gegessen. Ich muss nur mal gucken, dass dass ich immer mit viel HP rumlaufe, weil jetzt ist es gerade der Fall, dass Gegner kommen können. Wenn ich hier durch das, hier zum Beispiel. Aber jetzt ist es so, beim Rumlaufen können Gegner kommen. Die sind relativ stark, also es kann sein, dass ich relativ häufig eventuell einfach mal stehen bleiben muss und nach dem Kampf mein HP regenerieren muss. Aber das Schöne ist, die kann man natürlich, das sind Menschen, die haben richtig viel Blut, die kann man alle schön aussaugen. Das heißt, eigentlich könnte ich meine ganzen Zauber richtig rausballern. Wie zum Beispiel Feuerball. Weil Walner und Aska machen mit ihrem normalen Angriff jetzt auch ganz gut Schaden. Und Elaine werde ich immer so hier die Feuerbälle machen lassen. Aber ich mache es wieder genauso wie im ersten Dungeon. Die Kämpfe sind jetzt nicht besonders spannend.
Das heißt, ich werde die Kämpfe dann meistens rausschneiden. So, zum Beispiel, hier geht's zum Thronsaal. Ich will nur mal kurz gucken, ob der Geist noch da ist. Weil den habe ich ja am Leben gelassen. Ja, ich glaube, jetzt kann ich ihn töten. Nun lass mich bitte in Frieden. Ich werde jetzt gehen. Ich denke, du musst sterben. Nein, bitte. Elender Geist. Zack. Keine Ahnung, warum ich ihn getötet habe. Und weg ist er. Das hat mir jetzt erstmal gleich mal ein bisschen Menschlichkeit geraubt, aber was soll's. Das bisschen Menschlichkeit da. So, der schwache Ritter hatte natürlich auch keine Chance und jetzt ab nach unten. Ich gucke jetzt mal, dass ich so schnell wie möglich zu dem Punkt komme, zu dem ich hingehen soll, weil solange der Anführer der Ritter noch lebt, wird es hier überall Ritter geben. Und das ist ein bisschen nervig bei der Erkundung, dass alle 2 Meter man hier theoretisch angegriffen werden kann. Das heißt, Gott, ich muss unbedingt mal was trinken. Aber ich habe natürlich nichts da. Das heißt, ich mache mich jetzt mal auf zum Blutsaugen. Ich mache mich jetzt mal auf zum Magiezimmer, weil da hält sich der Anführer auf. Und wer der Anführer ist, den, das wisst ihr ja schon. Den haben wir schon gesehen. Beziehungsweise in dem Rückblick vom, wo wir im Schloss drin waren. Da haben wir gesehen, welcher Ritter losgeschickt worden ist, um uns hier aufzuhalten. Aber ob das was wird, werden wir noch sehen. So, ach ja, ich muss auf meine Seelen mal aufpassen. Ich habe momentan 65 schwache Seelen. Das heißt, sobald ich bei 99 ankomme, sollte ich dagegen mal was unternehmen. So, jetzt laufe ich aber erstmal zum Magiezimmer. Was eine relativ lange Zeit dauern wird. Ja, momentan, glaube ich, braucht keiner Blut. Das ist halt das Schöne. Wenn man gegen Gegner kämpft, die alle ausgesaugt werden können, hat man erstmal praktisch unendlich viel Blut und man kann sie alle hier bluten lassen. Das wird auch beim Endgegner relativ nützlich werden. Also was heißt Endgegner? Zumindest Endgegner von dem kleinen Level, was wir hier haben. So. Dann mal auf Richtung Magiezimmer. So, und weiter. Kämpfe alle 2 Sekunden, wie zum Beispiel hier auch schon wieder. So, und weiter. Schauen wir mal. Zum Magiezimmer geht's hier hoch, und zwar ganz hoch. Und dann hier hoch. Und jetzt hier runter. Zum Glück kenne ich mich einigermaßen schon aus. Als ich das Magiezimmer als Kind gesucht habe, habe ich mich immer dumm und dämlich gesucht. Das hat Stunden gedauert, weil ich nie wusste, wo ich hin muss. Das ist halt ein richtig großes Schloss. Oh, und diesmal habe ich sogar relativ Glück mit den Zwischenkämpfen. Mal gar nicht so viele. Hier kommt wahrscheinlich einer. Ja, kurz vorm Ende war doch noch einer. Okay, den können wir uns mal wieder angucken. Wie wäre es mit Angreifen und beide Ritter zum Bluten bringen? Hoffentlich fangen sie auch beide an zu bluten. Der blutet schon mal nicht schlecht. Ich glaube, die haben irgendwie so eine vielleicht 80%ige Chance oder so zu bluten. Ja, beide bluten, das ist sehr schön. Also das ist nur geraten. Ich würde so auf so Erfahrungswerte basieren, würde ich sagen, so 80% oder so bluten die. So, jetzt stehen wir aber direkt gleich schon vom Magiezimmer und da wollten wir ja hin. Wie sieht's denn mit den Seelen aus? 73 schwache Seelen, das passt doch noch. Theoretisch könnte ich mir jetzt noch ein paar ranholen, bevor ich ins Magiezimmer reingehe. Das ist jetzt aber erstmal nicht so wichtig. So, und fast sind wir auch. Genau, hier geht's runter. Die Kämpfe können ruhig noch kommen. Ich kann ruhig ein bisschen Blut mehr oder weniger jetzt ausgeben. Okay, hier angreifen. Theoretisch könnte ich jetzt ruhig ein bisschen Blut rausschmeißen, weil beim Endkampf kann ich sowieso direkt am Anfang, werde ich sowieso Blut saugen. Direkt am Anfang. Um halt hoffentlich die Gegner direkt zum Bluten zu bringen. So, es wurde natürlich wieder mal niemand gelähmt. Und dieser Kältehauch, dieses Bung, hat eine Chance, die Leute zu lähmen. Aber leider diesmal nicht. Aber nicht so tragisch. Die gehen jetzt auch noch weg. So, wie sehen denn meine HP aus? Ich denke ganz gut. So. Das war hoffentlich jetzt mal der letzte Kampf. Genau. Wenn ich jetzt hier noch einen Schritt weiter mache, dann beginnt der Kampf. Ich gucke jetzt mal 33, ich warte jetzt mal ganz kurz, bis alle auf vollem Leben sind.
Und dann geht's rein zum Endkampf gegen Sir Estir, glaube ich, hieß er. Ein paar Minuten später, es sieht einigermaßen gut aus. Fast alles in Vollgehalt, das muss reichen, rein da. Ich hätte abspeichern können, jetzt ist aber zu spät. Hier sieht man noch. Genau, hier sieht man Sir Estir schon rechts neben uns stehen. Dieser Totenkopf da rechts oben in der Ecke bedeutet wieder ein einzelner sehr starker Gegner. Aber ich kann nochmal schnell die. Genau, ich kann nochmal schnell die Maschine benutzen. Ich möchte mit der schwachen Seele verschmelzen und ich möchte Valnars Intelligenz steigern. Denn Intelligenz brauche ich bei Valnar, um Truhen, um diese roten Truhen aufzumachen. Da haben wir ja schon mal ein paar von gesehen. Die gehen nur auf, wenn Valnar einen relativ hohen Intelligenzwert hat. Das heißt, ich werde alle überschüssigen Seelen dafür gebrauchen, irgendwelche hier Intelligenz zu steigern. Ich könnte jetzt eventuell probieren, Skelett zu beschwören, aber es sollte auch ohne gehen. Gehen wir ran. Ja, hier endet ein kleiner Streifzug durch mein Schloss. Was ja eigentlich nicht sein Schloss ist. Er hat sich's früher selbst durch Gewalt angeeignet. Der Hausbesetzer ist also zurück. Ich frage mich, ob die wahren Besitzer dieses Schlosses unter den Skeletten waren, die wir töteten. Ja, ihre Körperteile wurden für noch abartigere Experimente benutzt. Ja, Asgard ist so ein bisschen der Makabere. Und jetzt nach eventuellen oder nach einigen hasserfüllten Gesprächen kann es losgehen. Weil natürlich läuft es auf den Kampf hinaus. Totenbeschwörer, sagst du? Traurig, dass du mich so unterschätzt. Du hast Glück, du wirst nicht lange über deinen Fehler nachdenken können. Ja, genug von dem dummen Geschwätz, ich werde an dir ein Exempel statuieren. Der ist relativ hart. Sir Estir, Ritter, Ritter. Merkt euch den Namen Sir Estir. Ihr könnt ihn in der Hölle schreien, während ihr Qualen erleidet. Okay, so. Wir fangen mal an mit Blutsaugen, einem Kältehauch, weil der eventuell lähmen kann. Ich hoffe mal, die fangen jetzt an zu bluten. Okay, der blutet schon mal, das ist gut. Hoffentlich blutet der auch gleich. Sehr schön, Sir Estir blutet direkt auch. Das ist sehr, sehr wichtig. Niemand gelähmt, okay. Die Musik ist ziemlich cool. Okay, vielleicht sollte ich mich auf Sir Estir fokussieren, weil der relativ stark ist. Weil der ist auch der Einzige, der jetzt wirklich eventuell töten könnte. So. Alle auf Sir Estir, bitte. Normalerweise kümmert sich man sich erst um die Kleinen und kümmert sich dann um den Endboss, aber diesmal mache ich es anders. Sieht's noch gut aus mit unserem Leben? Ich muss gleich mal drauf schauen. Er ist schon mal weg. Okay, jetzt ist es sowieso lange. Ja, jetzt kann ich theoretisch einfach nur so durchziehen. Dann sollte er auch sterben. Weil Bluten ist in dem Kampf sehr, sehr wichtig. So ist, ihr muss auf jeden Fall so früh wie möglich bluten. Ja, das war's auch für ihn. Und eine normale Seele. Desto stärker der Gegner, desto besser die Seele. Das kann nicht sein. Grüße die Verdammten von mir. Zack. Tja, die anderen Ritter werden jetzt wohl flüchten. Wieso kamen sie eigentlich hierher? Ja, die Wachen aus Melsan, ich meine, ich habe sie vorhin schon erklärt, die Wachen aus Melsan haben die halt aktiviert, sozusagen. Ja, es hat keinen Zweck, es ist besser, wenn wir von hier verschwinden. Weil irgendwann werden die merken, die Ritter kommen nicht wieder, also werden sie mehr Ritter schicken. Asgard ist da noch nicht so überzeugt davon, aber wir machen uns jetzt erstmal ein bisschen auf Erkundungstour. Ja, Heiliger Kreuzzug. Elaine, das erkläre ich dir später. Der Erzähler hat es ja dem Enkel schon erklärt im Bett, was der Heilige Kreuzzug war, aber Valnar weiß es ja noch nicht. Genau, wir sollten von hier verschwinden, nur ab und zu zurückzukommen, um Silber zu holen und da oben diese Magiedinger zu benutzen. Ja, wie wäre es mit Klenna? Was willst du denn in Klenna? Ich habe mir gedacht, vielleicht finden wir die Leiche von Aisha. Genau, weil Valnar will ja nach wie vor noch seine Freundin beleben. Asgard ist da jetzt noch nicht so überzeugt von, aber er denkt sich, ja, komm, warum nicht? Elaine ist dagegen, weil Elaine will jetzt Valnars Geliebte jetzt nicht unbedingt zurückholen, aber Asgard sagt, ja, komm, wir haben jetzt schon viel Zeit, also können wir machen. Aber Elaine ist damit noch nicht so zufrieden. Na schön, vielleicht bist du dann glücklich, ja. Ja, dann sollten wir mal aufbrechen. So, speichern. Ein weiterer Toter. Und wieder ein weiterer Toter. So,
das Magielernsystem, weil jetzt, da ich gerade einen Speicherstand hatte, würde ich sagen, können wir es hier nochmal gut sein lassen. Wir können jetzt sowohl Valna als auch Elaine einen neuen Zauber beibringen, weil sie an Level 5 jetzt vorbei sind. Asghar war ja am Anfang schon Level 5, dem habe ich seinen Zauber schon beigebracht. Das bedeutet, ich werde jetzt in der nächsten Folge hochgehen an das Magielernsystem, werde mir neue Zauber beibringen, dann werden wir das Schloss verlassen, dann wird Asghar, ich glaube, ein allerletztes Mal den Fledermausmantel initiieren und ab dem Punkt kriegen wir dann selber. Also es ist sehr gut möglich, dass wir in der nächsten Folge den Fledermausmantel selbst kriegen und endlich die Welt bereisen können. Und darauf freue ich mich. Und zwar richtig. An der Stelle machen wir Schluss. Wir haben in der nächsten Folge gut zu tun. Und in allen anderen Folgen auch. In den nächsten 50, 100 Folgen sowieso. Und bis dahin, meine lieben Freunde, tschüss, ciao und auf Wiedersehen.